Alles gut? Ja, jetzt guck halt nicht so grimmig. Ich weiß, dass wir spät dran sind. Aber es war deine Idee, dass wir uns hier noch halt so wie Beethoven anziehen sollen. Kein Wunder, dass wir jetzt ein bisschen hinterherhinken. Okay. So. Eine für dich. Eine für mich. Eine für Mari. Und noch eine für Johannes. Die Gäste sind schon da. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir sind nur noch nicht so, ich bin mit den Vorbereitungen noch nicht ganz fertig. Und die beiden Musiker, die fehlen leider auch noch. Das sind sie vielleicht. Nee, sind sie nicht. Okay. Aber habt ihr die Melodie eben schon erkannt? Oder vielleicht schon mal selbst irgendwie gespielt? Ist ja immerhin ein sehr berühmtes Klavierstück von Ludwig van Beethoven. Ja, und genau um den Ludwig, also nicht den, sondern den, geht's heute. Genau, das war Ludwig van Beethovens Für Elise. Und wenn man das hören kann, dann sind die Musiker da. Mari, Johannes, seid ihr das? Hallo! Hey, schön, dass ihr da seid. Dann kann die Party jetzt wirklich losgehen. Wir erzählen euch heute nämlich ein bisschen was zu Ludwig van Beethoven und feiern seinen 250. Geburtstag. Ja, 250. Ganz schön alt. Aber noch heute wird seine Musik überall auf der Welt gespielt. Und so ziemlich die ganze Welt feiert 2020 seinen 250. Geburtstag. Er ist und bleibt eben einer der berühmtesten Komponisten überhaupt. Ludwig wurde im Dezember 1770 in Bonn in eine sehr musikalische Familie hineingeboren. Schon sein Großvater war Hofkapellmeister und sein Vater war Sänger in der kurfürstlichen Hofkapelle. Ja, und auch Ludwig sollte Musiker werden und er musste viel üben. Sein Vater gab ihm Unterricht und holte ihn sogar manchmal nachts aus dem Bett, damit er ihm was vorspielt. Ja, harte Schule, ne? Aber so hat Ludwig recht bald viele Instrumente spielen können. Neben Klavier und Orgel eben auch Geige und Bratsche. Und mit 16 hat er dann seinen ersten Musikerjob. Er war Organist und Bratschist in der kurfürstlichen Hofkapelle. Ja, und die Bratsche, das ist das Instrument, was auch Johannes bei uns im Orchester des Pfalztheaters spielt. Hallo Kinder, ganz genau, das ist meine Bratsche und Beethoven war übrigens auch ein ganz hervorragender Bratscher. Kennt ihr solche Instrumente? Es gibt noch mehr davon. Eins davon hat zum Beispiel die Mari in der Hand. Guckt euch das mal an. Hallo zusammen, schau mal genau her. Mein Instrument hat auch 4 Saiten und wird mit einem Bogen gestrichen. Es ist aber etwas kleiner. Ganz genau, Maris Instrument ist etwas kleiner und es ist eine Violine oder auch Geige, sag mal auch dazu. Diese Instrumente gibt es übrigens schon sehr, sehr lange. Länger, viel länger, als es Beethoven gab. Und wir streichen mit dem Bogen über die Saite und dann erklingen Töne. Auf Maris Geige zum Beispiel spielt man eher so die höheren Melodien. Die Bratsche ist eher so für die mittleren und tieferen Lagen zuständig.
So, und jetzt spielen wir euch mal was zusammen. Jetzt aber kein Beethoven, das war Mozart aus seiner Zauberflöte, oder? Ganz genau. Aber ich weiß schon, warum ihr was von Mozart spielt. Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn haben den jungen Ludwig sehr beeindruckt und beeinflusst. Ludwig ist extra nach Wien gefahren, um die beiden großen Meister zu treffen und von ihnen zu lernen. Wien war damals sozusagen schon die Hauptstadt Österreichs und auf jeden Fall die Hauptstadt der Musik. Und das ist sie heute irgendwie auch noch. Ob Beethoven Wolfgang Amadeus Mozart getroffen hat, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall hat er bei Joseph Haydn Unterricht im Komponieren genommen. Wien hat Ludwig sowieso ganz gut gefallen, auch wenn er tatsächlich 60 Mal umgezogen ist. Ja, der lebte so ein bisschen wie du hier, aus dem Koffer. Sein Geld hat er mit Klavierunterricht verdient. Und sein Können, das hat sich schnell herumgesprochen. So dauerte es nicht lange, bis er jede Menge neue Freunde, Unterstützer und auch Schüler bekam. Vor allem junge, adelige Frauen wollten gern bei ihm Unterricht nehmen. Ludwig war oft verliebt und oft in eine seiner Klavierschülerinnen. Allerdings hat er nie geheiratet und eine Familie gegründet. Aber einigen dieser Frauen hat er seine neuesten Kompositionen gewidmet. Denk nur an Für Elise von vorhin. Oder haben wir da noch ein Beispiel? Ja, wir haben was für dich mitgebracht. Schön, schön, aber auch sehr langsam und melancholisch, oder? Dieses Stück hat er der Gräfin Guicciardi gewidmet, ja, auch einer seiner Schülerinnen. Und ein Musikkritiker hat ihm hinterher einen ganz besonderen Namen gegeben. Könnt ihr euch vorstellen, wie er es genannt hat? Irgendeine Idee? Er hat ihm den Namen Mondscheinsonate gegeben. Ich finde, das passt. Wenn man die Augen zumacht beim Hören, kann man sich gut vorstellen, wie der Mond langsam, aber stetig aufgeht. Beethoven liebte die Natur. Er war sehr gerne im Grünen, draußen, auf dem Land oder im Wald unterwegs.
Schaut mal, so hat sich das der Maler Julius Schmidt vorgestellt, wie das ausgesehen haben könnte. Ja, ich weiß, Ludwig guckt ein bisschen grimmig, aber das war halt oft so bei ihm. Bei seinen Spaziergängen hatte er immer ein bisschen Notenpapier und einen Stift mit dabei, damit er sich gleich seine neuesten Einfälle und Melodien aufschreiben konnte. Das war manchmal ziemlich wildes Gekritzel, aber es konnte auch so aussehen. Seht ihr? Das ist ein anderer Teil der Mondscheinsonate in der Original-Beethoven-Handschrift. Und eine seiner Sinfonien, die handelt sogar komplett vom Leben auf dem Land. Wisst ihr, welche ich meine? Ja, genau. Das ist seine sechste Sinfonie, der er den Namen Pastorale gegeben hat. Eine Sinfonie ist ein Stück für ganz viele Musiker und meistens ist die in viele Abschnitte unterteilt. Bei uns sagt man ihnen Sätze. Und die Pastorale, die hat eben 5 solche Sätze und für jeden dieser Sätze hat er sich Beethoven eine Überschrift selbst überlegt. Und der erste Satz ist überschrieben mit Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Der zweite Satz trägt die Überschrift Szene am Bach. Satz 3, lustiges Zusammensein der Landleute. Und mitten in dieses lustige Beisammensein bricht der vierte Satz hinein. Gewitter, Sturm. Dafür könnten wir deine Hilfe brauchen. Wenn du ein bisschen Lärm machen kannst, irgendwie dazu. Das schaffen wir allein. Für Lärm habe ich was. Oh, gut. Und vor allem habe ich was für Gewitter. Ach, Gott sei Dank, wir haben es natürlich vergessen. Nein. Gut. Auf das kurze und heftige und laute Gewitter folgt der letzte Satz. Hirtengesang, frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Thank you.
Ja, vor einer sechsten Sinfonie gibt es natürlich auch eine fünfte Sinfonie. Und ich wette, einen Teil davon kennt ihr ganz bestimmt. Angeblich soll Ludwig über diese ersten Töne ja gesagt haben, so pocht das Schicksal an die Tür. Was er damit gemeint haben könnte? Vielleicht, dass es ihm gesundheitlich immer schlechter ging. Denn schon mit Ende 20 hat Ludwig gemerkt, dass sein Gehör immer schlechter wurde. Natürlich hat er nichts unversucht gelassen. Er hat Medikamente genommen und ist zur Kur gefahren und hat die neuesten Hörgeräte seiner Zeit benutzt, so riesengroße Hörrohre. Aber geholfen hat leider alles nichts. Ihr könnt eure Ohren aber mal testen und zu Hause die fünfte Sinfonie anhören. Vielleicht zählt ihr ja mal mit, wie oft ihr dieses Motiv hört. Allein in dem kleinen Ausschnitt von eben waren das schon ungefähr 14 Mal. Und wenn ihr es schafft, über die ganze Sinfonie mitzuzählen, kommt ihr wahrscheinlich auf über 200 Mal. Also sag mal, jetzt haben wir den Leuten ja schon viel über Beethoven erzählt und unser Ludwig hier, der hätte jetzt Lust, dass wir mit der Party beginnen. Also ich meine, habt ihr nicht auch jetzt Lust auf Kaffee und Kuchen? Und ja, ja. Beethoven übrigens liebte Kaffee. Für eine Tasse mussten es aber immer genau so viele Kaffeebohnen sein. Was meint ihr? Wie viele sind das wohl? Ich verrat's euch. Das sind 60 Stück. Ganz exakt abgezählt. So. Nur was er gerne gegessen hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß es. Ja? Ich habe dir sogar das Rezept mitgebracht. Schwarze Brotsuppe. Zeig mal. Schwarze Brotsuppe. Naja, für die Kaffeetafel ist das jetzt nichts. Das kann ich jetzt nicht so schnell herzaubern. Oh. Ja. Ich koche euch das mal an einem Sonntag oder so. Okay? Ja, das heben wir uns auf. Noch ganz kurz. Ich würde so gern noch was aus dem größten sinfonischen Werk von Ludwig hören. Aus seiner 9. Sinfonie, seiner letzten. Ludwig hat die Uraufführung zwar als Dirigent geleitet, aber 1824, zu dem Zeitpunkt, da war er schon völlig taub. Er hat nicht gehört, was das Publikum darüber dachte und ob er Applaus bekam oder nicht. Erst als eine Sängerin ihn zum Publikum umgedreht hat, da konnte er sehen, wie begeistert die Leute waren und wie sie ihm zugejubelt haben. Und bis heute kennt eigentlich jeder einen kleinen Teil dieser 9. Sinfonie als Europahymne. Ihr bestimmt auch. So, einmal noch eine feierliche Ode an die Freude und dann stoßen wir hier an. Thank you.
Auf dich, Ludwig!